Ja, dann begrüße ich euch zum nächsten Referat, zum vierten Referat in dieser Reihe Grundfragen emanzipatorischer Politik. Das dritte Referat, das hat ja die Frage aufgeworfen und behandelt, was wären denn Konturen einer Lösung, einer möglichen Lösung oder möglicher Lösungsansätze, um aus dieser Umklammerung durch das Kapitalistische herauszufinden. Und die nächste Frage ist ja, wie kann das nun wirklich vonstatten gehen? Wie kommen wir da in eine solche Bewegung hinein, dass das auch Praxis wird und nicht nur schöne Gedanken sind von Leuten, die das an Schulungskursen und Grundsatzfragenabenden von sich geben? Und das zentrale, der zentrale Begriff dieses nächsten Referates nehme ich der Chaostheorie. Ich werde euch mit einigen Dingen der Systemtheorie und Chaostheorie jetzt konfrontieren, mit einem ganz bewussten Wechsel auf eine andere Ebene des darüber Nachdenkens, weil in den klassischen Begriffen, meine Erfahrung ist, in den klassischen Begriffen bleibt unser Denken dann doch wieder gefangen und am Schluss haben wir doch wieder das Gefühl, es geht nicht. Und wenn wir mal hier einen Perspektivenwechsel wagen, dann ist meine Erfahrung, dass plötzlich ganz viel denkbar wird. Und dann hier geht es um Chaostheorie, es geht um Komplexitäten, das ist hier also explizit ein wichtiges Thema. Es geht um diesen Begriff der Attraktoren und eines Wechsels der Attraktoren. Dann geht es um Begriffe wie Holarchie, Demokratie, und auch um die Frage, sind denn Menschen geeignet für solche neuen gesellschaftlichen Systeme und Anordnungen? Dann die Frage, wie wir von der Revolte zu einer Transformation kommen, also von der Auflehnung zu einer wirklichen Veränderung. Und dann dieser letzte Begriff, maßt euch an, ist auch noch einmal eine wichtige Aussage, auf die ich dann zu sprechen komme. Chaotische Systeme. Chaosforschung, das war eine Richtung der Forschung, maßgeblich geprägt von Leuten aus den Naturwissenschaften in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, ist leider weitgehend aus dem Gesichtsfeld verschwunden, die Chaostheorie, obwohl sie meines Erachtens ganz wesentliche Impulse beinhaltet für ein fruchtbares Nachdenken über Prozesse und Gestalten von komplexen Systemen. Und um sich dieser Sache zu nähern, kann man sich eine einfache Anordnung mal vor Augen führen. Diese Anordnung besteht aus zwei Sonnen im Weltall, eine Sonne A und eine Sonne B, und um einen Planeten, der zwischen diesen Sonnen immer wieder wechselt. Das ist ein sogenanntes Doppelsternsystem, und solche Doppelsternsysteme gibt es massenhaft im Universum. Es ist also keine reine Gedankenspielerei, sondern das gibt es reell. Und ein solches Doppelsternsystem mit einem Planeten, wie es hier gezeigt ist, könnte so angeordnet sein, dass der Planet eine gewisse Zeit um den Stern A kreist und dann kippt es und dann plötzlich kreist er um den Stern B. Das ist eine einfache Anordnung, die für euch wohl auch anschaulich ist. Oder? Was ich hier mit dem Beispiel gezeigt habe, diese Figur, die sich hier ergibt, diese Laufbahn des Planeten hier, der um die beiden Sterne kreist, das ist bereits ein sogenannter seltsamer Attraktor, der in der Chaostheorie eine wichtige Rolle spielt. Der heißt Lorentz-Attraktor. Beschreibt Systeme, die es ja in Wirklichkeit auch gibt, die eben um zwei mögliche Grundgravitationszentren kreisen. Und das kann man nun im übertragenen Sinn auf sehr viele gesellschaftliche Fragestellungen und Kämpfe auch übertragen, kann man dasselbe auch nachvollziehen. Nehmen wir das Beispiel AKW-Bewegung. Und sagen wir mal, der Planet A sei, die AKW-Lobby setzt sich durch, es gibt AKWs und die werden betrieben und es gibt mehr AKWs und das konsolidiert sich und gewinnt immer mehr Macht. Und der Planet, das sind wir, das ist quasi die Gesellschaft und die Leute in der Gesellschaft, die kreisen um diese Lösung in der Energiepolitik. Und dann plötzlich auf irgendeine Art gelingt es, dass die Bewegungen sich plötzlich durchsetzen und mindestens eine Zeit lang um den Planeten B kreisen und der Planet B wäre dann eine Energieversorgung, nachhaltig, Solarenergie, Energie sparen, Wasserkraftwerke, Verzicht auf AKW. Und dieses Kippen von der einen auf der anderen Seite, das haben wir in den letzten 40 Jahren immer wieder erlebt.
Leider ist bis jetzt noch nicht gelungen, eine beständige Lösung B durchzusetzen und die Lösung A abzuhängen. Das Doppelsternsystem ist nach wie vor wirksam und der Planet B ist noch der Schwächere gegenüber Planet A. Was nun sehr interessant ist in solchen Systemen, ist die Frage der Übergänge. Wenn wir im wir stellen uns vor, wir seien auf dem Planeten, das ist quasi unsere Alltagserfahrung. Und dieser Planet ist im Moment gerade links von Sonne A, oder da ganz links im Attraktor. Da hockt dieser Planet. Das ist eine Situation, bei der alle Leute sagen, leider kann man sich gegen die AKW-Lobby unmöglich durchsetzen. Siehst du diese Geschichte mit B, das ist so weit weg. Und zwischen uns und B hockt dieses A, wir haben keine Chance. Offenbar aber sind solche Anordnungen deutlich beweglicher, als wir häufig meinen. Und das ist ja auch eine Grunderfahrung der heutigen Zeit, dass sich sehr vieles beständig ändert, dass eben sehr wenig Bestand wirklich dauerhaft ist. Und dann kommt es möglicherweise zu einem Unfall in Fukushima und plötzlich ist die Frage des Atomausstiegs eine sehr reale und wird plötzlich sogar zu einer Frage mainstreammäßig diskutiert wird. Das heißt noch lange nicht, dass es durchgesetzt ist, haben wir erlebt, oder? Das erleben wir ja gerade jetzt, dass es dann noch nicht reicht, das Gravitationszentrum A zu erschüttern. Es braucht ein genügend starkes B und genügend starke Bewegungen und so weiter. Aber wir erleben immer wieder, wie in solchen chaotischen Systemen, und der Kapitalismus ist das chaotische System par excellence, also gesellschaftlicher Art, das ist sehr unwägbar, krisenhaft und verläuft immer wieder in sehr unvorhersehbaren Bahnen, dass in solchen Entwicklungen manchmal kleine Ursachen sehr große Wirkung haben. Weil natürlich reicht es nicht, Fukushima zu erleben. Fukushima oder Tschernobyl oder wie die Katastrophen immer geheißen haben, können viel bewegen und auslösen, aber die Arbeit, die dann Menschen geleistet haben, Sonne B irgendwie vorstellbar zu machen, von Sonne B gewisse Sachen schon zu realisieren, dafür zu sorgen, dass Solarenergie eine Praxis wird, Pionierarbeit zu leisten bei Energiesparsystemen und so weiter und so fort. Alle diese Arbeiten, die vielleicht aussichtslos erschienen sind über lange Zeiten, die sind dann plötzlich unglaublich wichtig, wenn das System in Kippsituationen kommt, wenn der Planet zwischen A und B hockt und dann kommt Fukushima, dann geht es mal Richtung B und dann ist eben wichtig, ob vorher schon Dinge entwickelt worden sind, die diesen Spurwechsel Richtung B stützen und auch stabilisieren können. Und das ist eine der großen Schwierigkeiten, dass das auseinanderfällt. Oder? Es ist so, dass Windows of Opportunity, hast du gesagt, oder? Die können wir nicht machen. Die Vorstellung, dass wir die Gesellschaften verändern können, wie Ameisen ihren Ameisenbau bauen oder wie jemand ein Haus baut, da müssen wir einfach genügend Leute sein und genügend fleißig und dann bauen wir und am Schluss haben wir eine andere Gesellschaft. So ist es nicht. Wenn wir dann mal ein bisschen Distanz nehmen und die Vogelsperspektive einnehmen und nicht nur unser Alltagserleben, dann sehen wir, dass wir seit 200 Jahren mit einem bestimmenden System namens Kapitalismus konfrontiert sind und dass es uns jetzt noch nicht gelungen ist, in diesen 200 Jahren dauerhaft auf eine andere Spur zu finden. Aus einer solchen Perspektive ist das dann vielleicht nicht mehr so grauenhaft erstaunlich und auch nicht mehr so wahnsinnig stabil, wie es erscheint, wenn wir uns nur im Alltag erleben. Es gibt ganz viele Beispiele übrigens dafür, wie dieses Alltagserleben und die Dynamik gesellschaftlicher Veränderung auseinanderklafft. Ein Beispiel ist Genosse Lenin, der war ja in der Schweiz. Im Februar 1917 ist in Petrograd die russische Revolution ausgebrochen. Im Januar 1917 gibt es eine Zeugnisse, da hat Lenin vor Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in Zürich ein Referat gehalten und hat gesagt, er glaube an die russische Revolution, aber er werde sie wahrscheinlich nicht mehr erleben. Hat er gesagt, der Lenin, oder? Eine Person, die wie wohl wenige andere der Frage nachgespürt ist, was passiert in Russland und wann gibt es eine Chance, wie könnten Veränderungen in Gange kommen. Der Berufsrevolutionär des letzten Jahrhunderts schlechthin,
der hat sich derart fundamental geirrt in der Dynamik dieser Attraktorengeschichte oder dieser Dynamik, dieser Krisenhaftigkeit von kapitalistischen Gesellschaften. Arabischer Frühling ist ein anderes Beispiel. Wer hätte noch einen Monat vor Ausbruch des arabischen Frühlings auch nur schon davon geträumt oder darüber die Idee gehabt, es könnte sein, dass der arabische Raum derart in Bewegung gerät. Und wiederum, wie bedeutend es war, dass eben die Alternativen zu den autoritären Regimes so wenig entwickelt waren im arabischen Raum, dass eben das dann auch wieder gescheitert ist und es diesen Backslash gegeben hat. Von daher eine erste Aussage, komplexe Systeme, und wir leben in einem komplexen System, verhalten sich halt nicht nach unserem Gusto, aber sie sind auch häufig viel weniger stabil, als wir meinen. Und was als kleine, scheinbar kleine Anstrengung erscheint, bedeutungslos, zum Beispiel, dass wir hier zusammensitzen und über solche Dinge reden, können plötzlich ganz entscheidend werden, wenn kritische Situationen eintreten. Dann können vielleicht auch kleine Gruppen oder wenig Leute, die sich schon Gedanken gemacht haben und Ideen formulieren können, haben möglicherweise großen Einfluss. Ja, vielleicht doch noch ein Beispiel, oder? Nein, ich bringe das später. Ganz andere Sicht auf Komplexität. Das ist eine, über diese Grafik werde ich jetzt einige Minuten sprechen. Wir haben auf der horizontalen Achse die Lebendigkeit von Systemen. Es geht hier um Systeme, es ist Betrachtung von Systemen. Und auf der horizontalen Achse haben wir die Komplexität. Also wir betrachten den Zusammenhang zwischen Komplexität und Lebendigkeit. Und es geht generell um lebendige Systeme. Ich lade euch ein, euch selbst mal als System zu betrachten. Ihr seid auch eine Art von System. Und ihr habt bei euch in eurer Lebensgestaltung gibt es einen Zusammenhang zwischen der Komplexität eurer Lebenssituation und der Art, wie lebendig ihr euch fühlt, dem Grad von Vitalität, das ihr empfindet. Und die Aussage ist zunächst eine ganz einfache. Es geht um diese Kurve hier, dieser kleine Anker und dann die Kurve, oder dieses umgekehrte U. Das ist der Grundzusammenhang. Und der Grundzusammenhang lautet: Für lebendige Systeme gibt es jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Art Optimum der Komplexität. Wenn wir ein Leben haben, das uns zu wenig fordert, alles immer dasselbe, jeden Tag die gleiche Geschichte, keine Anregungen, oder wir sind auch nicht fähig, vielleicht stimulierende Sachen wahrzunehmen und als stimulierend in unser Leben eintreten zu lassen, das ist tödlich, oder? Menschen können vor Langeweile sterben. Wir sagen das ist nicht nur eine begriffliche Irrtum, sondern sterbenslangweilig ist das ist eine Geschichte, die real hat. Also wenn Systeme unterfordert sind, zu wenig Komplexität haben, dann sinkt ihre Vitalität. Und wenn Systeme zu viel Komplexität verarbeiten müssen, dann sinkt sie wieder. Das wisst ihr alle auch. Wenn der Aufgabenkorb zu groß wird, wenn ihr zu viele Dinge bewältigen müsst, dann beginnt das in Stress auszumünden und am Schluss seid ihr krank. Geht nicht mehr. Also das kennen wir auch aus der Alltagssituation, ist etwas Triviales, aber eben etwas sehr Wichtiges, dass wir in einer solchen Kurve drinstecken, in der es ein Optimum gibt an Komplexität. Und was für uns als System gilt, gilt auch für ganze Gesellschaften. Die Aussage, das wird alles immer komplexer und komplizierter und deshalb weniger steuerbar, ist noch viel wahrer, als ihr das denkt, weil das ist gar nicht mehr tragfähig. Gesellschaften, die zu komplex werden, geraten in fundamentale Krisen. Und das galt zum Beispiel für die Finanzmärkte. Einer der Gründe für den beinahe Kollaps 2007, 2008 war auch, dass keine Sau mehr verstanden hat, was da geschieht. Niemand hat das mehr verstanden. All diese Finanzprodukte waren so komplex, dass sie nicht mehr handhabbar waren. Die haben sich völlig verselbstständigt. Nun, nun haben wir eine Latenz in lebendigen Systemen. Die Latenz lautet, die Systeme tendieren in Richtung mehr Komplexität. Das scheint eine Art grundlegende Tendenz zu sein, die es in der ganzen Geschichte der Evolution schon gibt. Und wir haben begonnen,
mit irgendwelchen Molekülen in der Ursuppe vor ein paar Milliarden Jahren. Und dann gab es mal Einzeller, viel komplizierter schon. Nur schon die DNA, diese genetische Information, ist eine komplexe Geschichte, dass sich dann die wiederholt, also duplizieren kann, quasi verdoppeln kann, ist ein komplizierter Vorgang. Und dann Zellen. Und wir bestehen aus Abermilliarden, Billionen von Zellen, die irgendwie zusammenarbeiten. Eine unglaubliche Zunahme an Komplexität, und dass wir nachher so Dinge machen wie Kapitalismus, macht alles noch viel verrückter. Das ist diese Grundströmung Richtung mehr Komplexität. Und was machen Systeme, wenn sie da in diesen gefährlichen Bereich geraten, hier dieses explosive Ding da? Sie können entweder zurückgehen auf ihr Optimum, wenn sie da die Möglichkeit haben, wenn sie die Kraft haben, auch die Macht, das zu tun. Wenn ich studiere und ich habe die Möglichkeit, das Quantum des Stoffes zu reduzieren, dann mache ich das wahrscheinlich und suche mir wieder ein Optimum. Wenn aber die Studienordnung sagt, du musst so viel Stoff durchbringen und du darfst das nicht reduzieren, dann bleibe ich in diesem unguten Zustand drin. Was dann sehr häufig passiert, ist, dass Menschen ins Zwei geraten oder auch Systeme. Sie versuchen wieder die Komplexität zu reduzieren, aber irgendwie ist das verbaut. Also pendeln sie in zu große Einfachheit, zu große Komplexität, zu große Einfachheit, zu große Komplexität. Das kennt ihr auch. Der Traum von der einsamen Insel, in der ich nichts machen muss, nur einfach da liegen kann, wird umso mächtiger, je größer der Stress ist im Alltag. Das ist diese Spannung in dieses Pendeln, in dieses Schwingen zwischen zu viel Komplexität und dann zu viel Einfachheit als Kompensation. Das ist typisch das Kapitalistische. Das Kapitalistische ist ein permanentes Pendeln zwischen einem unglaublich einfachen Grundsystem. Das wäre auch dieser Anker hier noch in der Darstellung. Diese Kurven werden verankert durch die Kernanordnung des Systems. Und die Kernanordnung des kapitalistischen Systems ist total simpel. Die Haus lautet nämlich, nehme Geld, investiere das Geld so, dass du nachher mehr Geld hast. Und sei besser als deine Konkurrenz. Das ist die Kernanweisung. Das ist auch etwas sehr Stabilisierendes, weil so einfach. Das ist ganz simpel. Nach dieser Anordnung kann man jede und jeder einfach mal Unternehmer werden irgendwie. Oder verstehen, wie Unternehmen im Prinzip funktionieren. Sehr simpel, sehr zerstörerisch, weil es in dieser totalen Einfachheit den Anforderungen der konkreten Lebensfelder dann eben nicht gerecht wird. Es ist zerstörerisch, weil es zu einfach ist. Und dann versucht man, das irgendwie zu korrigieren und dann wird es unglaublich kompliziert. Das amerikanische Gesundheitswesen ist das am stärksten regulierte Gesundheitswesen der Welt. Die Obamacare-Reform, die so umstritten war, hat 2000 Seiten Gesetzestext umfasst. Das hat niemand mehr verstanden. Das kann man gar nicht mehr. Können noch wenige Spezialisten überhaupt lesen, aber die, die da entscheiden, verstehen gar nicht, was sie entscheiden. Und das ist genau die Komplexität, die entsteht, wenn man zu einfach versucht, in einer Welt zu existieren, die eben doch auch Anforderungen stellt. Nun, was geschieht, wenn dieses System festgehalten wird, wenn es nicht lernen kann? Und das ist das Schwierige beim Kapitalismus. Diese Kernanordnung lernt nicht. Die heißt immer, auch in 100 Jahren noch, bereichere dich, mache aus Geld mehr Geld. Das ist der Kern der Geschichte. Und der zerstört immer wieder Lerneffekte, weil er alles wieder in seinen Sog zieht. Und deshalb kann die Kurve nicht einfach Schritt für Schritt nach rechts gehen. Oder man könnte auch lernen, mehr Komplexität zu bewältigen, bessere Arbeitsteilung und so weiter. Ich zeige dann ein wichtiges Beispiel. Aber das geht nicht in einer Gesellschaft, die fixiert ist. Also braucht es einen Entwicklungssprung. Es braucht das Drei. Es braucht einen Entwicklungssprung. Und nun denken wir die zwei Ansätze zusammen. Nehmen wir das zusammen. Jetzt haben wir nicht mehr einen Lorentz-Attraktor mit diesem Doppelstern, sondern einen bisschen komplizierteren Attraktor, der aussieht wie ein Strom, der in einen großen Wirbel gerät und dann wieder weiterfließen sollte und nicht zurückgeschlagen werden sollte, blockiert werden sollte in seinem Fluss. Das ist jetzt das Attraktorbild. Das ist quasi das sind ein Bündel von Zuständen, eines systemischen Zuständen, die für die Anziehungskraft haben auf die realen Verhältnisse. Im Kapitalismus ist einer der Kernstränge sicher das, was ich vorher geschildert habe.
also dass man eben aus Kapital mehr Kapital machen soll. Ein anderer Kernstrang ist aber sicher die Ideologie, dass Markt das Beste ist, was es gibt. Oder? Deshalb wird auch diese Ideologie so enorm intensiv gepredigt, dass das in die Köpfe der Leute kommt. Ein anderer wichtiger Strang ist, there is no alternative, es gibt keine Alternativen, also die Stränge, die auch unser Denken beherrschen sollen. Dann natürlich eine ganze Einrichtungen von Macht- und Herrschaftssicherung, Polizeiapparate, die eben der Zentralregierung gehorchen und sich gegen lokale Regierungen wie in Katalonien einsetzen lassen, das sind natürlich mächtige Attraktoren. Wenn die in eine Krise geraten, beispielsweise weil die Komplexität nicht mehr bewältigbar ist, wie vorher gezeigt, wenn also das der Zustand war, optimale Komplexität, der Strom fließt einigermaßen gut nach vorne, dann kommt eine Krise und dann sind wir eben in einer Komplexität, die sich nicht mehr bewältigen lässt. Und dann ist die Frage, gelingt es aus dieser Krise in ein neues Bündel von Attraktoren zu finden, die eine höhere Wertigkeit haben bezüglich dem, was sie an Lebendigkeit abdecken können. Oder um das noch einmal zu zeigen, die Kurve rechts, die ist vielversprechend, die verspricht viel mehr an Lebensqualität als die Kurve links, weil sie mehr Lebendigkeit einfängt und mehr Komplexität abdecken kann. Nun, was gibt es denn für Methoden, um höhere Komplexitäten einzufangen? Es gibt verschiedenste. Ich möchte zwei Dinge nennen, die sehr verbreitet sind. Eine wichtige Methode ist, war auch ein revolutionärer Sprung, das zu etablieren in der Natur, das ist der Sprung auf eine höhere Ebene der Integration. Das kennen wir alle auch aus der Biologie. Wir haben eine Leber, wir haben einen Nieren, wir haben Muskeln, wir haben ein Gehirn, wir haben, weiß der Teufel, wir bestehen aus Milliarden, Millionen von Zellen. Aber diese Zellen haben ein weitgehend autonomes Funktionieren und auch um die tägliche Arbeit unserer Leben müssen wir uns nicht Gedanken machen, wenn wir nicht Alkoholikerinnen und Alkoholiker sind. Auch dann wird sich die Leber erst melden, wenn es schon zu spät ist. Die versucht einfach so lange wie möglich irgendwie doch noch zu funktionieren. Ohne dass wir von einer bewussten Schaltstelle aus Befehl geben, Leber an heute Morgen anstellen und dann am Abend wieder abstellen, sowas müssen wir nicht. Das sind Teilsysteme geworden, die Komplexität des inneren Funktionierens von der Außenwelt abschotten. Zellen haben ein autonomes Funktionieren. Außerhalb der Zellen muss niemand sagen, dass ein Mitochondrion jetzt arbeiten soll und dass jetzt die Zellteilung in Gang kommen soll und so weiter. Das sind Prozesse, die mindestens sehr stark autonom funktionieren. Und das erlaubt die Reduktion der Komplexität, weil wir die Komplexität quasi einschließen in Blackboxes. Und dann ist das, was übrig bleibt, ist nur noch das, was diese Blackboxes untereinander verhandeln müssen. Also das Zusammenspiel der verschiedenen Teilsysteme. Und diese Integration von Teilsystemen in ein Gesamtgefüge, da gibt es einen interessanten Begriff von Arthur Koestler, das ist die Holarchie. Das ist, ich sehe, ein Gegenbegriff zur Hierarchie, ich komme jetzt dann gleich darauf zu sprechen. Das ist ein Grundsystem und das gilt natürlich auch für Gesellschaften. Das ist eine Antwort bereits, wie man dann Demokratie organisiert. Demokratie heißt nicht, dass alle über jeden Scheiß diskutieren müssen und dann Millionen von Menschen entscheiden müssen, ob nun das Trottoir in Aarburg Nord verbreitet werden soll oder nicht. Das macht die Gemeinde Aarburg Nord. Natürlich haben wir auch schon längst herausgefunden, dass es sinnvoll ist, sich in solchen Hierarchien zu organisieren. Das nächste ist nun, wenn wir in solche Schachtelungen hineingehen, dann haben Systeme, die mit Macht funktionieren, die Tendenz, hierarchisch zu werden. Und das ist auch das, was im Kapitalismus innerhalb von einzelnen Systemen der Fall ist. Ein Konzern wird hierarchisch geführt, eine Staatsbürokratie wird hierarchisch geführt, Polizei, Armee, alles, oder? Und auch die Ausbildung und Universitäten werden immer noch überwiegend hierarchisch geführt. Man versucht dann ein bisschen Mitbestimmung und so, aber wesentlich ist das immer noch hierarchisch. Und das Hierarchische hat ein großes Problem. Im Hierarchischen ist es immer so, dass die Gehirne außerhalb des Systems am besten zu wissen meinen, wie das System zu funktionieren hat. Und das ist
sehr beschränkt, eine sehr beschränkte Architektur, wenn es darum geht, Komplexitäten abzudecken. Daran ist letztlich dann auch die Sowjetunion gescheitert. Oder? Das war der Versuch, eine Gesellschaft so zu organisieren, dass immer jemand außerhalb des Systems die Macht beansprucht hat, am besten zu verstehen, wie das System zu funktionieren hat. Und das heißt, die Leute, die innerhalb dieser Kästen arbeiten, die werden eigentlich Gehirn amputiert. Denen sagt man, du bist zu blöd, um zu wissen, wie eigentlich das funktionieren soll. Faktisch in der Realität ist das gar nicht durchführbar. Also die Unternehmen sind selbstverständlich darauf angewiesen, dass die Leute ein bisschen mitdenken. Aber möglichst nicht zu viel, oder? Möglichst nicht zu viel. Nur gerade so, dass sie optimal funktionieren. Und eigentlich weiß dann schon immer jemand anders noch, wie es zu laufen hat. Und die Alternative und auch die demokratisch-systemische Alternative durchbricht das und sagt, es ist entscheidend, dass die Menschen mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Kapazitäten, mit ihrem Herz und ihrem Verstand beteiligt werden auf allen Ebenen und in allen Lebenswelten, die für sie prägend sind. Also wenn ich in einem Spital arbeite, dann bin ich nicht einfach eine entfremdete Nummer, die ausführt, was vorgeschrieben ist, sondern ich verstehe, warum diese Vorschriften gelten. Ich bin daran beteiligt, wenn sie geändert werden sollen, in Frage gestellt werden. Ich bin daran beteiligt, mitzugestalten, wie sich das Ganze entwickelt. Ich kann mich engagieren, wenn ich zum Beispiel finde, Erfahrungsmedizin wäre sehr wichtig. Dann schlägt man mir nicht die Türe zu, sondern sagt, ja, wir machen hier Erfahrungen und nehmen das auf. Ich bin beteiligt. Und das ist eine ganz andere Grundqualität, von sich einbringen in die Lebenswelt, in der ich stehe, als wenn ich einfach nur Empfängerin oder Empfänger bin. Nun reicht das eben nicht aus. Oder? Es reicht nicht aus zu sagen, wir machen jetzt Selbstbestimmung in den Betrieben und dann haben wir schon die Alternative. Sondern es braucht natürlich das Arbeiten an Koordination, an Auseinandersetzungen, zwischen diesen verschiedenen Teilsystemen. Und da sind wir eigentlich hervorragend dafür ausgerüstet, Menschen. Menschen können miteinander verhandeln. Das ist das, was ich hier mit diesen zwei Gehirnen zum Ausdruck bringen will. Unten habe ich einfach die Darstellung von vorher abgelegt, oder? Und jetzt sind da zwei Gehirne, die rauskommen und die verhandeln miteinander. Und das ist etwas, was in Gesellschaften permanent passiert. Ein anderer Attraktor, der über den Kapitalismus hinausweist, ein Teil dieses anderen Attraktorflusses ist eine Kultur des Verhandelns, des Miteinandersprechens, der Auseinandersetzung, auch der Konfliktfähigkeit, auch der Fähigkeit, über Interessen zu sprechen und sich mal zu metzgen, aber nicht in der Logik der gegenseitigen Vernichtung, sondern in einer Logik der Problemlösungen, des Suchens von Lösungen, die für beide Seiten akzeptabel sind. In die Schweiz hat beispielsweise eine sehr starke solche Kultur des Verhandels, des Gesprächs im politischen Bereich mit den sogenannten Vernehmlassungen. Die sind etwas sehr Gescheites. Wenn ein neues Gesetz kommen soll, wenn eine Revision eines alten Gesetzes ansteht, dann gibt es einen Entwurf und dann wird dieser Entwurf breit diskutiert unter Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, alle, die wollen, können da die Entwürfe beziehen und sich dazu äußern. Das ist eine kluge Geschichte. Das ist in wenigen Ländern so klug eingerichtet wie in der Schweiz. Das Problem ist dann, dass die Bürgerlichen und Mächtigen das auch wieder sehr stark dominieren und beeinflussen. Und trotzdem, ich habe das erlebt, als Mitarbeitender einer Gewerkschaft, wie wertvoll das war, frühzeitig informiert zu sein und sich vorbereiten zu können und auch versuchen zu können, Widerstand zu organisieren. Das ist alles dann Teil eines solchen Prozesses. Und was dann Demokratie eben macht, ist, dass sie Menschen nicht nur in ihren Teilbereichen wahrnimmt, sondern auch in ihrer Fähigkeit, auf mehr als einer Ebene mitzureden. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass es eben demokratische Entscheide gibt über grundlegende Ausrichtungen der gesellschaftlichen Entwicklung, der Energiepolitik, aber eben auch der Art, wie Finanzmärkte gestaltet werden, welche medizinische Versorgung wir wollen, ob wir so viel Geld wirklich wie heute
in die Entwicklung von irgendwelchen Blockbuster-Drogen investieren oder ob es viel mehr Geld bräuchte für eine grundlegende gute Pflege der besonders verletzlichen, betagten Menschen. Solche Fragen würden auf der oberen Ebene verhandelt und dann entscheiden die Leute gemeinsam, in welche Richtung es gehen soll. Und das in einem lernenden System, das heißt, die Menschen machen Erfahrungen und diese Erfahrungen fließen natürlich ein in eine nächste Entscheidungsrunde. Und das auf verschiedensten Schachtelungen hier. Das ist der Kern der Abläufe, die hinter einer demokratischen Organisation der Gesellschaft stehen. Nun kann man natürlich sagen, ja, der Mensch ist dazu nicht in der Lage. Mensch kann das nicht. Es ist interessant, dass diese Aussagen über wie der Mensch ist, praktisch immer konservativ sind. Praktisch immer. Mit dem sind wir immer konfrontiert, wenn man uns sagen will, warum es nicht gehen soll. Mit dem Feststellen dessen, wie Menschen sind und was sie machen, hat das nichts zu tun. Wenn wir schauen, was Menschen möglich ist, dann sehen wir, dass die Vielfalt enorm ist. Auch in der geschichtlichen Entwicklung. Die Vielfalt dessen, was Menschen an Gesellschaftlichkeit entwickelt haben, ist enorm. Ich lese jetzt gerade ein Buch, ein sehr prominentes Buch, das wird häufig gelesen. Ich glaube, er heißt Halari oder so, ein israelischer Geschichtsprofessor, eine kurze Geschichte der Menschheit heißt es, glaube ich. Und da ist der sehr anregend, ich bin nicht mit allem einverstanden, aber einiges ist sehr anregend. Zum Beispiel schildert er die Tatsache, dass die Menschheit während ihrer allergrößten Entwicklungszeit waren wir Jäger und Sammlerinnen. Und in diesen Jäger- und Sammlerinnengesellschaften gibt es eine unglaubliche Vielfalt, eine unglaubliche Variantenreichtum, wie sich diese Gesellschaften ausgeprägt haben. Das ist unsere Herkunft und in diesen Gesellschaften gab es keinen Kapitalismus. Kapitalismus ist eine sehr kurze Phase der letzten Zeit und überhaupt die Geschichte von Klassengesellschaften mit Unterdrückungssystemen ist eine kurze Zeitphase. Und man könnte es so sagen, die Menschheit ist ein sich selbst organisierendes Abenteuer. Wir wissen nicht, jetzt sind wir im Morast, oder? Wir müssen durch diesen Morast durchkommen. Das ist die Herausforderung. Es gibt aber keinen Grund anzunehmen, dass wir zudem nicht in der Lage sein sollten. Wieso denn auch? Man sagt dann, der Mensch ist halt, die einen sagen, der Mensch ist zu wild. Der Mensch ist der Wolf des anderen Menschen. Das ist Habakuk, die menschliche Entwicklung, dass die Menschen überhaupt sich so durchsetzen konnten als Gattung auf der Erde, hat nichts damit zu tun, dass sie einander auffressen, sondern genau das Gegenteil war ausschlaggebend. Die Fähigkeit zur Kooperation in Gruppen und dann auch in ganzen Gesellschaften über Sprache, über Schriftentwicklung etc. Kooperation war der entscheidende evolutionäre Vorteil, nicht, dass der Mensch zu wild ist. Die anderen sagen, der Mensch ist halt zu unterdrückt. Der Mensch passt sich zu sehr an und deshalb nicht, kann er nicht und deshalb können wir nichts ändern. Das ist dann immer nur so lange wahr, bis die nächste Revolte kommt und dann sind die Menschen dann plötzlich wieder zu wild. Oder? Am besten ist die Kombination, sie sind sowohl zu wild, wenn sie zu wild sind, als auch zu zahm, wenn sie zu zahm sind. Auf jeden Fall sind sie nie richtig, deshalb muss man sie auch dominieren. Wenn ihr mal achtet darauf, was die Logik ist der Aussage über Menschen, dann ist es häufig so, dass man halt nichts ändern kann und man muss sie halt dominieren. Man muss den Menschen halt sagen, die Schwarzen in Südafrika waren nicht in der Lage, selber Gesellschaft zu sein. Da mussten die Weißen kommen und denen das sagen. Es ist immer dieselbe Geschichte, wenn man sagt, die Menschen können nicht. Ist das, wenn man nachfragt, sehr häufig die Aussage, wir wollen dominieren. Meines Erachtens gibt es sehr wohl Invarianten des Menschseins. Also es ist nicht so, dass Menschen beliebig alles können. Ist ja klar, wir können nicht plötzlich mit drei Köpfen herumlaufen. Wir haben alle einen Kopf. Wir haben ein Herz. Wir haben Emotionen. Wir haben eine Verstandeskapazität, die ist auch irgendwo beschränkt. Klar, natürlich, es gibt Invarianten des Menschseins. Aber diese Invarianten sind quasi das Material, mit dem können wir uns in ganz verschiedenste Richtungen entwickeln. Und ich lade euch ein, zu denken, also zu beachten, dass wir dabei die Tendenz haben, das dann sehr eng zu führen, weil man das uns auch immer wieder sagt. Das Buch, das ich erwähnt habe, ich habe es übrigens hier, ich kann das dann noch herumgeben, das öffnet hier den Blick sehr stark. Es macht wirklich auf, es zeigt, wie,
wie wir aus einer Engführung herauskommen. Und dann gibt es etwas ganz Wichtiges, was bei diesen Invarianten des Menschseins zentral ist und deshalb immer wieder auch Kraft der Veränderung ist. Das ist, wir möchten ein gutes Selbstgefühl haben. Das ist ein ganz zentraler Wunsch aller Menschen. Wenn wir kein gutes Selbstgefühl haben, ist das zerstörerisch, das zerstört uns. Und die Suche nach einem guten Selbstgefühl, man kann dem sagen Würde beispielsweise, Würde drückt viel von dem aus, dass wir Würde haben, würdevolles Leben führen können, auch würdevoll behandelt werden, ist sehr zentral. Wenn wir würdelos behandelt werden, ist das und das aushalten müssen, ist das sehr zerstörerisch. Das ist eine dieser Grundkonstanten, die tatsächlich spielt. Und das ist auch eine wichtige Kraft der Veränderung. Sobald Menschen, die gar nicht so recht wissen, wie würdelos eigentlich ihre Existenz ist, aber es irgendwie spüren, wie viel Selbstverrat sie das die ganze Zeit mit rumschleppen, wie wenig sie wirklich fähig sind, das zu bestimmen, was ihr Leben ist. Wenn das irgendwie plötzlich auftaucht als Möglichkeit, jetzt können wir kollektiv die Verhältnisse so ändern, dass wir hier sehr viel gewinnen, dann ist plötzlich eine unglaubliche Kraft der Revolte da und dann sind Menschen auch, haben eine unglaubliche Bereitschaft, auch Opfer dort zu bringen, also auch ihr Leben zu riskieren und so weiter. Das ist eine sehr, sehr zentrale Kraft. Wenn ich isoliert bleibe und nur als einzelne Person um meine Würde kämpfe, dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich verliere. Deshalb ist das so schwierig, wenn wir fragmentiert bleiben, jeder nur für sich kämpft. Wenn wir aber nur schon ein Team finden, Leute finden, mit denen wir uns verbinden können in diesem Anliegen, dann kann das schon sehr viel eine ganz andere Färbung gewinnen. Und wenn dann eine Gruppe in einem Unternehmen streikt, kann das eine Erfahrung sein, die ganz bis in die tiefsten Wurzeln des eigenen menschlichen Seins hineingeht. Und also jetzt kommt es eben aus solchen Dynamiken auch immer wieder zu Revolten und die Frage ist, wie können wir aus der Revolte in die Transformation finden? Wie schaffen wir es, dass der Wirbel der Krise nicht wieder in das Alte zurückfällt, sondern wirklich den Weg zu einer neuen Geschichte schafft? Und da werden wir noch einiges dann sagen an den nächsten beiden Abenden. Nur noch ein letztes Beispiel, dass das eben nicht immer auftritt, aber wenn es auftritt, ist es eigentlich nicht schwer. Das Beispiel war Syriza und Griechenland, vor 2 Jahren, Sommer 2015. Was ist da geschehen? Die Krise hat eine Verdichtung gefunden, einen starken Wirbel erzeugt in Griechenland. Eine der schwächsten Gesellschaften Europas. Da hat die Europäische Gemeinschaft und die Herrschenden Europas haben gesagt, die müssen jetzt unten durch, die knüppeln wir jetzt knallhart, weil wenn wir das nicht tun, dann müssen wir über Alternativen nachdenken für ganz Europa. Das war das Entscheidende. Die wollten nicht die Griechen plagen, weil sie Griechen sind, sondern weil sie verstanden haben, wenn man da jetzt eine andere Richtung einschlägt, dann wollen plötzlich die blöden Italiener und die Spanier und die Portugiesen und die anderen und die Franzosen wollen auch noch. Das geht nicht. Das müssen wir unterbinden. Das war der entscheidende Herrschaftsantrieb. Und trotzdem hat die Mehrheit, die relative Mehrheit, was ja nur die Linke in Griechenland gefunden hat, die neue Linke, hat das beinahe aufgebrochen. Beinahe. Und das ist nicht gelungen, diesen Impuls umzusetzen in eine andere europäische Politik, meines Erachtens aus einem ganz einfachen Grund. Weil es keine Verbindung entstanden ist zwischen der Mobilisierung der Menschen in Griechenland mit der Mobilisierung von Menschen in Europa. Und das hat nicht viel gefehlt. Es hat nicht viel gefehlt. Syriza hat das nicht wirklich betrieben, leider. Die haben nicht konsequent auf eine europäische Mobilisierung hingearbeitet. Das hätte bedeutet, möglichst mit allen fortschrittlichen Kräften, Gewerkschaften, linken Parteien, linken Strömungen, auch wenn die Sozialdemokratie hat nicht mitgemacht, aber die linken Flügel der Sozialdemokratie wären erreichbar gewesen. Viele Gewerkschaften wären erreichbar gewesen für eine solche Bewegung. Das haben sie nicht wirklich gesucht. Und die Europäische Linke hat die Verbindung auch nicht richtig gefunden und dann blieb Griechenland isoliert. Ich kann mich erinnern, im Mai 2015, bis zum Mai 2015, Sieg von Syriza und auf und wachsende Kraft, war die Erzählung in den Medien,
es gibt keine Alternative. Wir müssen durch diese Austeritätspolitik hindurch. Dann kam Syriza, bekannt, hat eine gewisse Kraft bekommen. Dann war die Erzählung in Zeitungen wie NZZ und Tagesanzeiger plötzlich, es müsste eigentlich auch anders gehen. Und dann ist die griechische Bewegung, die griechische Regierung eingebrochen und dann war wieder die Erzählung, es gibt keine Alternativen. Und die Alternative wäre total einfach gewesen. Total einfach. Die griechische Regierung musste die Staatsanleihen, das hat jedes Land nimmt Geld auf den Kapitalmärkten auf. Das ist in Schieflage geraten. Ja, das ist das Letzte. Und zwar haben die Finanzmärkte haben gesagt, ihr Griechen, ihr seid schludrige Typen, wir wollen jetzt mehr Prozent für eure Staatsanleihen. Und diese Finanzhaie, die haben Griechenland auch dazu gebracht, nur noch kurzfristige Staatsanleihen aufzunehmen, so 2 und 1 Jahr. Die Schweiz hat zum Beispiel ganz viel lang 10-jährige Staatsanleihen, die sind dann stabil und die Zinssätze sind stabil. Griechenland waren die sehr instabil. Und die Finanzmärkte gehabt haben gesagt, wir wollen für euch jetzt 6%, 8% bis zu 16% pro Jahr Zinsen für eure Staatsanleihen. Das ist tödlich für eine Gesellschaft. Die griechische Regierung hätte sagen müssen, ihr könnt uns am Arsch, bezahlen wir einfach nicht. Wir weigern uns, diese Staatspapiere zu refinanzieren und Europa hätte sagen müssen, wir führen europäische Staatsanleihen ein. Anstatt dass die Griechen, die jetzt in Bedrängnis geraten, das wieder selber lösen müssen, kauft Europa solche Staatsanleihen auf den Finanzmärkten. Europa ist wirtschaftlich enorm stabil verglichen mit Griechenland. Das Griechenland hat, glaube ich, 1,6% an Wirtschaftskraft gemessen an Gesamteuropa. Wir machen solche europäische Staatspapiere und wir geben euch das Geld, das wir dann bekommen auf den Finanzmärkten, geben wir Griechenland, damit ihr weiterarbeiten könnt. Und dann sagen wir euch noch, bitte schaut doch dafür, dass ihr endlich genügend Steuern eintreibt in Griechenland, weil das war wirklich eine große Misere, dass in Griechenland eine Schlendrian-Sondergleichen bestanden hat im Eintreiben von Steuern. Und wir helfen euch auch noch, dass ihr industriell wieder auf eine bessere Schiene kommt und so. Das wäre die Lösung gewesen. Und Griechenland war so klein, die Lösung wäre, das ist wirklich keine Illusion, das wäre machbar gewesen. Das wurde auch massiv vorgeschlagen. Europäische Staatsanleihen, Eurobonds haben die geheißen. Das wäre, so einfach wäre das gewesen. Das hätte man durchsetzen müssen. Und das war so die Frage von der Revolte zur Transformation kommen. Der Widerstand war nicht, dass die Leute gesagt haben in Europa, das ist eine dumme Idee, das wird nämlich heute wieder diskutiert. Aber sie wollten nicht, dass eine linke Regierung davon profitieren kann und dann eben Alternativen auf den Tisch kommen. Das war die entscheidende Auseinandersetzung. Und da hätte es kippen können. Ja. Das soweit bin ich klar. Aber noch eine letzte Sache, das möchte ich noch sagen. Jetzt sind schon zu Ende. Es gibt in diesen Sachen auch immer ein Element der Anmaßung. Wir sollten uns nicht dazu verleiten lassen, die Idee zu haben, wir könnten eine Lösung aller Probleme auf dem Reißbrett entwerfen. Das geht nicht. Wenn wir aus der heutigen Umklammerung herausfinden wollen, dessen, das nicht mehr tragfähig ist, dann ist das auch ein Wagnis. Und nur wenn wir auch sagen, es ist ein Wagnis, sind wir bereit, uns selbstkritisch zu sein und zu sagen, es gibt nicht einfach eine Patentlösung der Partei sowieso, sondern es braucht das demokratische Engagement vieler Leute, damit wir in Lernprozesse kommen und damit diese Anmaßung nicht ins Schlechte klippt. Aber es ist eine Anmaßung, tatsächlich. Demokratie ist eine Anmaßung. Ein Wagnis. Die Zukunft ist offen. Niemand wird eine Garantie abgeben können dafür, wie es rauskommt.